Abend! Guten Abend! Ah. Meine Damen und Herren, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich meine, so blöd war ich nie. Ich habe immer Geld genommen. Aber es ist natürlich schön, wenn Sie applaudieren. Ich meine, ist ja doof. Stellen Sie mal vor, ich gehe jetzt in die Bäckerei und applaudiere. Da bekomme ich überhaupt gar nichts. Nicht? Also vielleicht eine Torte an den Kopf. Meine Damen und Herren, mein Name ist Kay Ray und ich bitte Sie um eins, sagen Sie nicht Kiwi, das ist eine Gleitcreme, das bin ich nicht. Ich komme aus Osnabrück und das ist ein kleines Städtchen am Teutoburger Wald. Das ist ein sehr tragisches Städtchen, Osnabrück. Also 1648 wurde der 30-jährige Krieg beendet, das nennt sich Westfälischer Friede, da geht der Blödsinn schon los. Osnabrück liegt in Niedersachsen. Da hat man lange überlegt, nicht? Und das Problem, VfL Osnabrück, das ist das nächste Problem, unser Fußballverein. Und das Schlimmste allerdings ist diese ländliche Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Osnabrück, da gibt es nur 14 Schwule und 38 verletzte Schafe. Das macht es sehr tragisch. Sagt man eigentlich ja über Griechenland, das Land, wo die Männer noch Männer sind und die Schafe nervös. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist auch nicht so, ich bin in Griechenland gewesen, ich habe das mal ausprobiert, ich habe mich eine ganze Nacht auf einer Weide gestellt, so mit so einem Flocati, so also, da ist überhaupt gar nichts passiert, also, also ich bin ungeöffnet an Absender zurück, aber nachher hat es dann, da war richtig was los. Damit habe ich schon gesagt, es gibt immer viele Fragen, sind Sie eigentlich homosexuell oder nicht, also natürlich bin ich das, man nennt mich auch schwuler Edding. Ja, ich bin sehr farbenfroh, Sie müssen wissen, das ist, also ich bin groß geworden in dieser Zeit, 70er Jahre, ja, also 65 geboren, ich habe also aufgehört mit Zählen, also Zahlen mache ich nicht mehr, ich bin jetzt 35e. Ja, also für, nur damit Sie jetzt nicht rechnen müssen, wenn ich 35Z1 bin, bin ich 67, also das kann ich schon mal verraten. Und ich bin aus dieser Zeit der antiautoritären Erziehung. Das heißt, es gab damals Eltern, die gesagt haben, unser Kind wird nie geschlagen. Und dann gab es Eltern, die gesagt haben, wenn es hilft. Ja, und in dieser Zeit bin ich groß geworden. Das war auch die Zeit, in der der Scout-Turnister erfunden wurde. Ja, der Scout-Turnister für antiautoritär erzogene Kinder, die alles haben. Für Familien, die sich nur ein Kind leisten, weil alles andere ja als kinderreich galt. Das war damals so. Nicht? Also wir mussten einen Schulturnister haben, der dann geschleppt wurde von einem Bruder zum anderen. Und den Scout, da kriegte man dann ein Modell, den konnte man auch nicht vererben, dann war der out. Nicht? Und der war sehr teuer. Und diese Schüler in der Schule meldeten sich dann auch immer im Kunstunterricht. Da ging dann die Streberbratzenflosse nach oben so. Dürfen wir auch Gold und Silber benutzen? Weil die genau wussten, dass das in meinem Tuschkasten nicht drin ist. Gold und Silber waren nur im doppelstöckigen von Pelikan, 24 Farben. Ich hatte nur 6 Farben, da gab es nicht mal Deckweiß. Heute allerdings muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir manchmal die Schüler meiner Klasse damals angucke, da habe ich Gold und Silber so viel, wie ich will und die haben Hartz IV, aber egal. Ja, Schadenfreude ist die ehrlichste Art von Mittler. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, wenn man auf deutschen Bühnen so durch die Gegend reist, Sie müssen ja wissen, es gibt ganz viele Bühnen, auf denen ich arbeite. Mein Zuhause ist das Schmidt-Theater in Hamburg, das wurde neu jetzt aufgebaut. Vorher wurde es abgerissen, weil es gab kein Klo in der Garderobe, das war sehr tragisch. Ja, ehrlich, man sitzt da hinten in der Garderobe, pinkelt in die Fanta-Flasche und vorne denken die Leute, du bist ein Star. Nicht? Also, echt, immer wenn ich da hinten in meine Pantherflasche gepinkelt habe, habe ich mich gefragt, ist das das Leben, was ich gewollt habe? Aber immer wenn Corny Littmann oder Lilo Wanders oder Marlene Jaschke vorbeigelaufen kamen, dann wusste ich, das ist das Leben, was ich gewollt habe, in dem Moment, wenn sie die Flasche aussoffen. Also, will heißen, wir tunten, meine Damen und Herren, machen es uns immer schön. Ja, das ist also, und das ist das Problem. Amüsieren Sie sich jetzt mit mir, nicht? Und lachen Sie ruhig. Ich habe auch gelacht, als ich Sie gesehen habe. Es ist in Deutschland immer schwierig, da sagen so Leute so, komm, wir gehen heute ins Theater, wir vergessen unsere Probleme. Wie soll man seine Probleme vergessen, wenn das Hauptproblem neben Ihnen sitzt? Nee, ich bin ja nicht blöd und nehme meinen Alten mit ins Theater, nehme ich einen Eimer Wasser mit in die Schwimmhalle? Nein, aber jetzt haben Sie es dabei. Ja, ich meine, ist das so? Am Anfang, wenn ich mal gucke hier so,
Am Anfang sagen die Männer immer, darf ich vorstellen, meine Frau? 10 Jahre später stellen sie sich vor, meine Frau. Nochmal 10 Jahre später stellen sie sich mal davor, das ist meine Frau. Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Ist doch wahr, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Und es sind so viele, aber heute ist es wirklich so Mann, Frau, Frau, Mann. Es ist alles hier, alles Eheleute so. Mensch, das ist ein Irrsinn. Ich würde ja vielleicht für irgendjemanden besorgen. Ach, hier wird es wieder ganz dunkel. Also für irgendjemanden besorgen. Wenn jemand Frauenbedarf hat, ist irgendjemand dabei, der eine Frau gerne hätte? Nicht, hier ist alles ausgedehnt. Kann man nichts machen. Ist irgendjemand dabei, der vielleicht einen Mann hätte, eine Frau ganz alleine? Sie trauen sich auch nicht. Sie haben vielleicht auch ein bisschen schüchtern, ein bisschen Angst vor mir. Okay, wir können ja auch mal ein Lied singen. Meine Damen und Herren, ich habe ein Lied mitgebracht, wo wir alle, was wir alle singen können. Wir können alle zusammen diesen Song singen. Er wurde geschrieben von Billy Joel, geht 5 Minuten, lädt zum Schunkeln ein, zum Mitsingen ein. Tim, und wenn du soweit bist, dann mach doch mal. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's a sweet, sexy person standing next to me. Hält die Kamera ganz mutig hin. He says, son, can you play me a melody? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I know it complete. Die Kamera ist ja geil, aber der Typ ist auch groß. La 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 di di da. La la di di da. Ich komme da nicht ran, merken Sie es? La la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. Sag mal, bist du heterosexuell? Mir fehlt wohl das Kleid. Now Tim at the piano, he's a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke, or to light up your smoke. And there's none place that he'd rather be. He says, Kay, I believe this is killing me. As a smile run away from his face, I'm so sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La la di di da la la. And Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets stoned. And they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. La 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 di di da. La la di di da. La la. Sing us a song, you're the piano man. Oh, sing us a song tonight. Got us feeling all right. Got us feeling all right. Thank you. Thank you, sir. Ah, hallo. Ist sie nicht süß? Hallo. Hallo. Du bist aber eine kleine Kamera. Wer ist denn deine Mama? Bist du ganz alleine hier?
Hast du keine Mama? Sind doch auch welche. Würden Sie vielleicht die Patenschaft übernehmen für kleine Kamera? Wenn Sie nachher nach Hause gehen, dann sagen Sie auch, was war das denn für ein Abend? Da war so ein komischer Kasper, der redete mit Kameras. Aber ich habe ein gutes Verhältnis zur Technik. Ich habe was ganz Kleines Technisches mitgebracht. Das braucht man heutzutage. Heute muss man Liebe in Tüten verschenken. Und da ich zwei Schwuppen im Publikum entdeckt habe, habe ich mir gedacht, die kriegen die mal. Wenn man diese Tüte aufmacht, meine Damen, ist ganz spannend. Moment. Mach die Tüte wieder zu, sonst geht die ganze Liebe raus. Sehen Sie? Und man soll ja zusammenhalten, ne? Man soll ja zusammenhalten. Ich sag's Ihnen, man darf hier nur rauchen, wenn es ins Programm passt. Ist das nicht furchtbar? Ich finde das grausam. Ich meine, wer raucht heutzutage sowieso noch? Ich sag mal, der einzige Politiker, auf den man sich verlassen konnte, war Ex-Umweltminister Töpfer. Der hat gesagt, in Zukunft haben wir weniger Müll. Jetzt ist er weg. Das ist ja verlässlich, ne? Ja, ist doch wahr. Überlegen Sie mal. Diese Politiker sind doch eigenartig. Frau Merkel ist ja eine Frau, die im Kabarett sehr oft durchgenommen wird und die Deutschen, aber sind immer noch nicht zufrieden. Wir haben eine Bundeskanzlerin aus den 9 deutschen Bundesländern. So ein schöner Name für so einen neuen Scheiß. Also. Und wir haben eine und trotzdem sind die Deutschen nicht zufrieden, sagen die, wäre unerotisch. Die ist erotisch. Sie trägt Strapsen, etwas eng eingestellt, die reißen ihr die Mundwinkel runter. Also sie ist sehr erotisch. Ich sag's Ihnen irgendwann. Und das soll ja... Irgendwann haut irgendjemand der Merkel die Perücke vom Kopf und wir alle merken, das war Habe Kerkeling. Der Tag wird kommen. Man darf hier nur rauchen, wenn es ins Programm passt. Also werden wir das mal ins Programm machen. Von Erdnussbutter, Paprika und auch von roten Rüben. Von Marmelade und vom Chlor, von Dämpfen und Acryl. Vom Schnaps und Wein und Heringen, vom Scheck und Zigaretten. Endlich. In Zukunft versammeln sie kleine Gruppen um einen. Oh, der raucht. Meine Yacht, meine Stäubesand, meine Villa. Da kriegst du Krebs davon, da kriegst du Krebs davon. Fast mit jedem zweiten Bissen hast du dich auf dem Gewissen. Was dir schmeckt, musst du vergessen. Besser überhaupt nicht essen. Ärzte, Forscher, Buchverleger, alle suchen nach dem Krebserreger. Doch die Illustrierten schreiben, dass uns kaum noch Chancen bleiben. Du jedoch musst dich entscheiden, doch das Schlimmste zu vermeiden. Wir besprühen unsere Felder, so vergiften wir uns selber, spritzen Schweine, Kühe, Kälber, werfen unseren Unrat in die Wälder. Nun, dann brauchen wir nicht jammern und uns an das Leben klammern, wozu vor dem Krebs noch flüchten, wenn wir ihn erst selber züchten. Wo soll da das Rätsel sein? Das Geheimnis scheint mir klein. Krebserreger Nummer 1 ist der Mensch ganz allein, das Schwein. Ich meine, brauchen wir Genmais? Das brauchen wir nicht. Irgendwann klopfen wir auf die Dose und sagen, macht auf, Jungs, dann macht der Mais von innen die Dose auf und latscht drüber in die Salatschüssel. Echt? Und wenn der Mais laufen kann und denken kann, dann wird er zickig. Es gibt nichts Schlimmeres als zickigen Mais, nicht? Der geht ja nicht in die Schüssel, nur mit adligem Gemüse. Was darf es denn sein, Herr und Frau Mais? Prinzess Bühnchen und Herzogin Kartoffeln. Das ist doch tragisch. Das ist auch für die Heterosexuellen ausgesprochen gefährlich. Stellen Sie mal vor, Sie gehen an einem Maisfeld vorbei und gefallen dem Kolben. Das gibt dem Wort Kolbenfresser eine ganz neue Bedeutung. Aber, oder stellen Sie sich vor, Bioleck und eine Dose Mais, zwei Zicken treffen aufeinander. Ne? Obwohl der in seinem Leben noch nie eine Dose aufgemacht hat. Ich sage Ihnen, wenn ich bei Bioleck koche, dann gibt's ein schwules Huhn. Das wird lustig. Da kommt die Füllung hinten rein, sonst wird so eine lesbische Henne. Also ich weiß schon, wie ich das mache. Merke schon, sind nicht viele Fleischesser hier. Die meisten sind Vegetarier. Ich hasse Vegetarier. Das sind so Menschen, die fressen sich ein Leben lang beim Nachbarn durch die Hecke. Also ich esse ja nichts mit Gesicht. Wie blöd ist das denn? Eine Sonnenblume hat auch ein Gesicht. Und die ganze Fresse voller Samen. Ich muss Ihnen sagen, Vegetarier sagen immer, sie werden älter. Das stimmt aber nicht, die sehen älter aus. Ja, gehen Sie mal in so einen Demeter-Laden. Da haben die Frauen Bärte. Obwohl, bleibt einem ja langsam nichts anderes übrig. Nicht? Gammelfleisch, nicht? Das turnt ja so rum, wenn man überlegt. Ist doch ein Wahnsinn, nicht? Da haben die Bayern jetzt aber einen auf den Sack gekriegt. Ja, ich bin ja kein Freund der Bayern. Die Bayern merken einfach nicht, dass denen die Schwulen wegsterben. Das ist tragisch, ehrlich.
Die merken es nicht. Sedlmayr, als der gestorben ist. Nein, der war homosexuell. Natürlich war der homosexuell. Das war ein Volksschauspieler, der Werbung gemacht hat für einen Keks, der Tuk Tuk heißt. Also ich meine... Mooshammer. Mooshammer, nicht? Also Gott, der war homosexuell. Ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn gefragt, wie er das Tier auf seinem Kopf dazu bekommt, so lange still zu sitzen. Weil welcher heterosexuelle Mann färbt seine Mutter lila ein und rennt mit der von einer Party zur anderen? Diese Beerdigung war ein Wahnsinn, ehrlich. Der war aufgebahrt, so hat er nie in seinem Leben ausgesehen. Ich sag's Ihnen. Also überall hing Lorbeerkränze. Ich denke, wollen Sie den jetzt backen oder wollen Sie den beerdigen? Aber die Bayern sind ja perfekt. Ne? Die sind perfekt. Die haben ganz wenig Arbeitslose. Kein Wunder, wenn man die als Bären verkleidet. Aber ich sag's Ihnen. Ich sag's Ihnen, die Bayern liegen tot im Sarg. Die Bayern liegen tot im Sarg, haben eine Lederhose an und oben drauf steht aber Gesundsamer. Ich muss Ihnen sagen, das kann schon tragisch werden. Ich stand an diesem Grab, neben mir stand Uschi Glas. Ja, ich würde die Creme auch gerne nehmen, aber ich habe Angst, dass ihr auch so einen Hals kriegt. Echt, wir wissen ja spätestens an Marika Röck, dass diese Cremes nie funktionieren, nicht? Kennst du noch Marika Röck, nicht? Also mit der Creme haben sie Wellblechgaragen glatt gekriegt. Das schlug so ein bisschen durch, nicht? Also, wie geht's dir denn, Röckchen? Oh, es ist ganz furchtbar, ich habe so Sodbrennen. Deine linke Brust hängt im Aschenbecher. Ach so, danke. So kann's kommen. Es ist schon theatralisch. Ich stand an diesem Grab und hab eine Frikadelle reingeschmissen. Uschi stand neben mir und sagt, meinst du, der frisst die noch? Ich sag, glaubst du, der stellt deine Blumen noch ins Wasser? Wir haben so applaudiert. Ich merke schon, jetzt streut sich das. Viele so, oh. Was macht denn der böse, bunte Onkel da? Der hat Spaß. Ja, also, nun muss ich Ihnen sagen, für all die Menschen, die sich fragen, also, wo kommt er jetzt her? Wissen Sie, ich habe auch mit meinen Eltern oft Schwierigkeiten gehabt. Meine Mutter, mein Vater haben sich immer gefragt, was ist mit unserem Sohn nicht los? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich weiß noch, mein Vater kam irgendwann nach Hause und sagte zu meiner Mutter, was macht es? Meine Mutter sagte, es singt. Sie müssen wissen, ich bin ein großer Milva-Fan gewesen. Und damals gab es ja diese Platte Milva singete Theodorakis. Milva singt Theodorakis. Jetzt werden Sie sagen, Ficky, das Landross hat auch Theodorakis gesungen. Ja, aber Milva hat das besser gemacht. Ich hätte allerdings gerne gehabt, dass Vicky nach Athen zum Grand Prix, ich meine, dann hätten wir die Eule da nicht mehr hintragen müssen. Nee, schon toll gewesen. Aber Milva singt Theodorakis. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Kannst du mal spielen? Milva singt Theodorakis. Moment. Mein Vater ist ein freier Mann. Er lebt in einem freien Lande. Und er ist, wie er sagt, imstande zu tun und lassen, was er kann. Mein Vater ist ein freier Mann. Doch darf er sich nicht frei bewegen. Seine Verfassung ist dagegen. Alles erkannt? Das war doch Milva? Ich muss Ihnen sagen. La Rosa! Milva! Also, irgendwann ist mir aufgefallen, dass alle Sängerinnen, die wir Homosexuellen so gerne haben, irgendwie eine kleine Klatsche haben. Echt, lassen wir ein Lied mehrere Sänger singen. Also das Lied Sag mir, wo die Blumen sind. Milva würden sie so, sage mir, wo die Blumen sind. Wo sind das sie geblieben? Sage mir, wo die Blumen sind. Marika Rack, ja, sage mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Xavier, nein, du, Jesus, die Blumen sind weg. Tic-Tac-Toe! Wir kannten uns seit Jahren, sind zusammen abgefahren. Ich hab dir vertraut, wer hat die Blumen geklaut? Ich meine, ist doch tragisch. Zara Leander, oh, die geile Bettpfanne. Also Zara Leander muss ich... Zara Leander, also die hat... Kennen Sie das? In jedem Lied ein R. In jedem. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen warten.
Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Das ist doch kein Zufall. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Wunderbar, wunderbar, dieser Mann, der vor dir war. Irgendwann hat Sarah Leander Sag mir, wo die Blumen sind gesungen. Da hat sie erst an Stellen gesetzt, wo es gar keins gab. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Die Gräber wurde. Sarah Leander! Nina Hagen, sag mir, wo die Blumen sind, wo sind das geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen, ist das nicht tragisch? Man kann jeden sofort erkennen. Es gibt eine Sängerin, die konnte man nie erkennen. Wissen Sie, wie die heißt? Die heißt Kate Bush. Ich muss Ihnen ja sagen, ich bin ein großer Fan von Kate Bush. Das ist das Album von Kate Bush. Ich habe es noch als LP. Mein Patenkind hat neulich zu mir gesagt, wie kriegst du das Riesending in CD-Player, blöde Sau. Kate Bush war 12 Jahre verschwunden. Nach 12 Jahren hat die ein neues Album gemacht. Ist das nicht mutig? In Zeiten, wo es den Leuten egal ist, ob sie singen können oder gegen Gurkenlaster fahren, macht die Doppelalbum und hat Robbie Williams vom ersten Platz verdrängt. Viele fragen sich, warum. Warum war sie überhaupt so lange weg? Sie hat ein Kind bekommen. Das Kind, da muss Boris Becker seine Hände im Spiel gehabt haben. Aber sie hat sehr ungewöhnliche Musik gemacht. Es sind 2 Lieder drauf, die ich Ihnen da ganz kurz vorstellen möchte. Das eine Lied heißt Pi. Und Sie müssen wissen, dass ich in der Schule nicht viel gelernt habe, weil ich hasse, wer die Schule, das, so Lehrer hören ja nie auf, einen zu unterrichten. Ist es nicht furchtbar? Oh, sie sind immer so naseweiß. Also ich habe immer hinten gesessen. Also das bisschen kann ich mir auch selber beibringen, muss ich Ihnen sagen. Irgendwann kam der Lehrer rein und sagt, wer hat gestern bei uns im Garten Äpfel geklaut? Okay, ich höre hier hinten gar nichts. Was meinen Sie, warum ich hier sitze? Schlechte Akustik. Das glaube ich nicht. Dann setzen Sie sich mal da hinten, ich gehe nach vorne. Jetzt saß der hinten, ich gehe nach vorne. Ich sage, wer hat gestern bei der Nachhilfestunde meine Schwester gebumst? Da sagt er, komisch, man hört hier wirklich nichts. Sehen Sie, entschuldigen bitte das Wort, nichts. Aber, ja, man muss nur, ja, Lehrer, was sind Lehrer? Der Biologieunterricht, was haben die für Tricks? Da kommen die rein im Biologieunterricht mit dem Vogelkäfig und machen nur die Decke hoch, dass du die Füße und die Beine von diesem Vogel siehst. So ein Scheiß. Und dann kommt er zu mir und sagt, was ist das für ein Vogel? Sag, weiß ich doch nicht, ich sehe doch nur die Beine. Was ist denn das für eine Scheißfrage? Was bist denn du so frech, wie ist dein Name? Da habe ich meine Hose hochgerissen und habe gesagt, rat doch mal. Also, nun muss man natürlich zusehen, meine Damen und Herren, dass man irgendwie an Wissen kommt. Man muss zusehen, dass man irgendwie an Allgemeinwissen kommt. Der heult schon da hinten. Soll ich Ihnen helfen? Ich habe mal als Kummerkastentante gearbeitet. Also Sie müssen jetzt nicht weinen. Da hat mir eine Bäuerin geschrieben, gnädige Frau, meine Kuh, die kann ich kalben, obwohl ich schon seit 14 Tagen neben ihr liegen tue. Ich habe zurückgeschrieben, legen Sie sich mal einen Stall weiter. Die Kuh denkt ja, sie hat schon gekalbt, wenn Sie sie da liegen sehen. Oh, das ist ein Ehering. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich endlich mal eine Schulette oder so. Aber wieder nächster. Du bist mit der Dame zusammen? Nein, wo ist deine Frau? Da hinten hinter, wollte ich sagen. Ist ja oft so, dass die Männer dann sagen, zu Hause. Männer, die immer wissen, wo ihre Frauen sind, sind Witwer. Und das hat mir kein Lehrer gesagt. Das hat mir kein Lehrer gesagt, das habe ich mir selber beigebracht. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt ein bisschen sputen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, mit einem kleinen Song. Wenn Sie sich was vornehmen, bleiben Sie fröhlich. Dankeschön und tschüss. Ha!
God has given your soul to keep. All of the power that burns in the flame ignites the light in a single name. Frederick, name of care, fast asleep into a room somewhere. God, an angel, lay it back. Shed your light on my sleepy head. High on the threshold, yearning to sing. Down with the dancers, having one last fling. Here's the moment when you said hello. Cover my spirit, are you ready? Let's go. Bye bye. Hey, hey, maybe we will come back someday now. But tonight, on the wings of a dove, up above into the land of love. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. The canoe now, canoe now, canoe now. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Mama, lay me down to sleep. Crazy Lord, my soul to keep. Breath to breath, my soul surrenders, astonished to death. Nine of wonder, promise to keep. Sin of self, channel to deep. Here's to the rapture, two hearts meet. Come back and try it with a single beat. Frederick, you're the one, as we don't need from sun to sun. All the dreams, how it's so long, so light tonight, so long, so long. Bye bye, hey hey. Maybe we will come back someday now. But tonight, on the wings of a dove. Am Piano Tim Helmers. Die Streberbratzenflosse nach oben so. Dürfen wir auch Gold und Silber benutzen? Weil die genau wussten, dass das in meinem Tuschkasten nicht drin ist. Gold und Silber waren nur im doppelstöckigen von Pelikan, 24 Farben. Ich hatte nur 6 Farben, da gab es nicht mal Deckweiß. Heute allerdings muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir manchmal die Schüler meiner Klasse damals angucke, da habe ich Gold und Silber so viel, wie ich will, und die haben Hartz IV. Aber egal. Ja, Schadenfreude ist die ehrlichste Art Vermittler.
Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, wenn man auf deutschen Bühnen so durch die Gegend reist, Sie müssen ja wissen, es gibt ganz viele Bühnen, auf denen ich arbeite. Mein Zuhause ist das Schmidt-Theater in Hamburg. Das wurde neu jetzt aufgebaut. Vorher wurde es abgerissen, weil es gab kein Klo in der Garderobe. Das war sehr tragisch. Ja, ehrlich, man sitzt da hinten in der Garderobe, pinkelt in die Fanta-Flasche und vorne denken die Leute, du bist ein Star. Nicht? Also echt, immer wenn ich da hinten in meine Fanta-Flasche gepinkelt habe, habe ich mich gefragt, ist das das Leben, was ich gewollt habe? Aber immer wenn Corny Littmann oder Lilo Wanders oder Marlene Jaschke vorbeigelaufen kamen, dann wusste ich, das ist das Leben, was ich gewollt habe, in dem Moment, wenn sie die Flasche aussoffen. Also, will heißen, wir Tunden, meine Damen und Herren, machen es uns immer schön. Ja, das ist also, und das ist das Problem. Amüsieren Sie sich jetzt mit mir, nicht? Und lachen Sie ruhig. Ich habe auch gelacht, als ich Sie gesehen habe. Es ist in Deutschland immer schwierig, da sagen so Leute so, komm, wir gehen heute ins Theater, wir vergessen unsere Probleme. Wie soll man seine Probleme vergessen, wenn das Hauptproblem neben Ihnen sitzt? Ne? Ich bin ja nicht blöd und nehme meinen Alten mit ins Theater, nehme ich einen Eimer Wasser mit in die Schwimmhalle? Nein, aber jetzt haben Sie es dabei. Ja, ich meine, ist das so? Am Anfang, wenn ich mal gucke hier so, am Anfang sagen die Männer mal, darf ich vorstellen, meine Frau? 10 Jahre später stellen sie sich vor, meine Frau. Nochmal 10 Jahre später stellen sie sich mal davor, das ist meine Frau. Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Ist doch wahr, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Und es sind so viele, aber heute ist es wirklich so Mann, Frau, Frau, Mann. Es ist alles hier, alles Eheleute so. Mensch, das ist ein Irrsinn. Ich würde ja vielleicht für irgendjemanden besorgen. Ach, hier wird es wieder ganz dunkel. Also für jemanden. Irgendjemanden besorgen. Wenn jemand Frauenbedarf hat, ist irgendjemand dabei, der eine Frau gerne hätte? Nicht, hier ist alles ausgedient. Kann man nichts machen. Ist irgendjemand dabei, der vielleicht einen Mann hätte, eine Frau ganz alleine? Sie trauen sich auch nicht. Sie haben vielleicht auch ein bisschen schüchtern, ein bisschen Angst vor mir. Okay, wir können ja auch mal ein Lied singen. Meine Damen und Herren, ich habe ein Lied mitgebracht, was wir alle singen können. Wir können alle zusammen diesen Song singen. Er wurde geschrieben von Billy Joel, geht 5 Minuten, lädt zum Schunkeln ein, zum Mitsingen ein. Tim, und wenn du soweit bist, dann 35 Z1 bin ich 67. Also das kann ich schon mal verraten. Und ich bin aus dieser Zeit der antiautoritären Erziehung. Das heißt, es gab damals Eltern, die gesagt haben, unser Kind wird nie geschlagen. Und dann gab es Eltern, die gesagt haben, wenn es hilft. Ja, und in dieser Zeit bin ich groß geworden. Das war auch die Zeit, in der der Scout-Turnister erfunden wurde. Ja, der Scout-Turnister für antiautoritär erzogene Kinder, die alles haben. Für Familien, die sich nur ein Kind leisten, weil alles andere ja als kinderreich galt. Das war damals so. Nicht? Also wir mussten einen Schulturnister haben, der dann geschleppt wurde von einem Bruder zum anderen. Und den Scout, da kriegt man dann ein Modell, den konnte man auch nicht vererben, dann war der out. Nicht? Und der war sehr teuer. Und diese Schüler in der Schule meldeten sich dann auch immer im Kunstunterricht. Da ging dann die Streberbratzenflosse nach oben so. Dürfen wir auch Gold und Silber benutzen? Weil die genau wussten, dass das in meinem Tuschkasten nicht drin ist. Gold und Silber waren nur im doppelstöckigen von Pelikan, 24 Farben. Ich hatte nur 6 Farben, da gab es nicht mal Deckweiß. Heute allerdings muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir manchmal die Schüler meiner Klasse damals angucke, da habe ich Gold und Silber so viel, wie ich will, und die haben Hartz IV. Aber egal. Ja, Schadenfreude ist die ehrlichste Art Vermittler. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, wenn man auf deutschen Bühnen so durch die Gegend reist, Sie müssen ja wissen, es gibt ganz viele Bühnen, auf denen ich arbeite. Mein Zuhause ist das Schmidt-Theater in Hamburg. Das wurde neu jetzt aufgebaut. Vorher wurde es abgerissen, weil es gab kein Klo in der Garderobe. Das war sehr tragisch. Ja, ehrlich, man sitzt da hinten in der Garderobe, pinkelt in die Fanta-Flasche und vorne denken die Leute, du bist ein Star. Nicht? Also echt, immer wenn ich da hinten in meine Fanta-Flasche gepinkelt habe, habe ich mich gefragt, ist das das Leben, was ich gewollt habe? Aber immer wenn Corny Littmann oder Lilo Wanders oder Marlene Jaschke vorbeigelaufen kamen, dann wusste ich, das ist das Leben, was ich gewollt habe, in dem Moment, wenn sie die Flasche aussoffen. Also, will heißen, wir Tunden, meine Damen und Herren, machen es uns immer schön. Ja, das ist also, und das ist das Problem. Amüsieren Sie sich jetzt mit mir, nicht? Und lachen Sie ruhig. Ich habe auch gelacht, als ich Sie gesehen habe. Es ist in Deutschland immer schwierig, da sagen so Leute so, komm, wir gehen heute ins Theater, wir vergessen unsere Probleme. Wie soll man seine Probleme vergessen, wenn das Hauptproblem neben Ihnen sitzt? Ne? Ich bin ja nicht blöd und nehme meinen Alten mit ins Theater, nehme ich einen Eimer Wasser mit in die Schwimmhalle? Nein, aber jetzt haben Sie es dabei. Ja, ich meine, ist das so? Am Anfang, wenn ich mal gucke hier so,
Am Anfang sagen die Männer mal, darf ich vorstellen, meine Frau? 10 Jahre später stellen sie sich vor, meine Frau. Nochmal 10 Jahre später stellen sie sich mal davor, das ist meine Frau. Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Ist doch wahr, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Und es sind so viele, ich habe also aufgehört mit Zählen. Also Zahlen mache ich nicht mehr, ich bin jetzt 35e. Ja, also nur damit Sie jetzt nicht rechnen müssen, wenn ich 35Z1 bin, bin ich 67. Also das kann ich schon mal verraten. Und ich bin aus dieser Zeit der antiautoritären Erziehung. Das heißt, es gab damals Eltern, die gesagt haben, unser Kind wird nie geschlagen. Und dann gab es Eltern, die gesagt haben, wenn es hilft. Ja, und in dieser Zeit bin ich groß geworden. Das war auch die Zeit, in der der Scout-Turnister erfunden wurde. Ja, der Scout-Turnister für antiautoritär erzogene Kinder, die alles haben. Für Familien, die sich nur ein Kind leisten, weil alles andere ja als kinderreich galt. Das war damals so. Nicht? Also wir mussten einen Schulturnister haben, der dann geschleppt wurde von einem Bruder zum anderen. Und den Scout, da kriegt man dann ein Modell, den konnte man auch nicht vererben, dann war der out. Nicht? Und der war sehr teuer. Und diese Schüler in der Schule meldeten sich dann auch immer im Kunstunterricht. Da ging dann die Streberbratzenflosse nach oben so. Dürfen wir auch Gold und Silber benutzen? Weil die genau wussten, dass das in meinem Tuschkasten nicht drin ist. Gold und Silber waren nur im doppelstöckigen von Pelikan, 24 Farben. Ich hatte nur 6 Farben, da gab es nicht mal Deckweiß. Heute allerdings muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir manchmal die Schüler meiner Klasse damals angucke, da habe ich Gold und Silber so viel, wie ich will, und die haben Hartz IV. Aber egal. Ja, Schadenfreude ist die ehrlichste Art von Mitleid. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, wenn man auf deutschen Bühnen so durch die Gegend reist, Sie müssen ja wissen, es gibt ganz viele Bühnen, auf denen ich arbeite. Mein Zuhause ist das Schmidt-Theater in Hamburg. Das wurde neu jetzt aufgebaut. Vorher wurde es abgerissen, weil es gab kein Klo in der Garderobe. Das war sehr tragisch. Ja, ehrlich, man sitzt da hinten in der Garderobe, pinkelt in die Fanta-Flasche und vorne denken die Leute, du bist ein Star. Nicht? Also... Echt? Immer wenn ich da hinten in meine Pantherflasche gepinkelt habe, habe ich mich gefragt, ist das das Leben, was ich gewollt habe? Aber immer wenn Corny Littmann oder Lilo Wanders oder Marlene Jaschke vorbeigelaufen kamen, dann wusste ich, das ist das Leben, was ich gewollt habe, in dem Moment, wenn sie die Flasche aussoffen. Also, will heißen, wir tunten, meine Damen und Herren, machen es uns immer schön. Ja, das ist also, und das ist das Problem. Amüsieren Sie sich jetzt mit mir, nicht? Und lachen Sie ruhig. Ich habe auch gelacht, als ich Sie gesehen habe. Es ist, in Deutschland immer schwierig, da sagen so Leute so, komm, wir gehen heute ins Theater, wir vergessen unsere Probleme. Wie soll man seine Probleme vergessen, wenn das Hauptproblem neben ihnen sitzt? Nee, ich bin ja nicht blöd und nehme meinen Alten mit ins Theater, nehme ich einen Eimer Wasser mit in die Schwimmhalle? Nein, aber jetzt haben sie es dabei. Ja, ich meine, ist das so? Am Anfang, wenn ich mal gucke hier so... Am Anfang sagen die Männer mal, darf ich vorstellen, meine Frau? 10 Jahre später stellen sie sich vor, meine Frau. Nochmal 10 Jahre später. La la, di di da, la la. Sing us a song, you're the piano man. Oh, sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. Have you got us feeling? Got us feeling all right. Got us feeling all right. Thank you. Danke schön. Ah, hallo. Hast du mich süß? Hallo. Hallo. Du bist aber eine kleine Kamera. Wer ist denn deine Mama? Bist du ganz alleine hier? Hast du keine Mama? Sind doch auch welche. Würden Sie vielleicht die Patenschaft übernehmen für kleine Kamera? Wenn Sie nachher nach Hause gehen, dann sagen Sie auch, was war das denn für ein Abend? Da war so ein komischer Kasper, der redete mit Kameras. Aber ich habe ein gutes Verhältnis zur Technik. Ich habe was ganz Kleines Technisches mitgebracht. Das braucht man heutzutage. Heute muss man Liebe in Tüten verschenken. Und da ich 2 Schwuppen im Publikum entdeckt habe,
Habe ich mir gedacht, die kriegen die mal. Wenn man diese Tüte aufmacht, meine Damen, ist ganz spannend. Moment. Hey, mach die Tüte wieder zu, sonst geht die ganze Liebe raus. Sehen Sie? Und man soll ja zusammenhalten, ne? Man soll ja zusammenhalten. Ich sag's Ihnen, man darf hier nur rauchen, wenn es ins Programm passt. Ist das nicht furchtbar? Ich finde das grausam. Ich meine, wer raucht heutzutage sowieso noch? Ich sag mal, der einzige Politiker, auf den man sich verlassen konnte, war Ex-Umweltminister Töpfer. Der hat gesagt, in Zukunft haben wir weniger Müll. Jetzt ist er weg. Das ist ja verlässlich, ne? Ja, ist doch wahr. Überlegen Sie mal. Diese Politiker sind doch eigenartig. Frau Merkel ist ja eine Frau, die im Kabarett sehr, sehr oft durchgenommen wird und die Deutschen, aber sind immer noch nicht zufrieden. Wir haben eine Bundeskanzlerin aus den 9 deutschen Bundesländern. So ein schöner Name für so einen neuen Scheiß. Also. Und wir haben eine Bundeskanzlerin, und trotzdem sind die Deutschen nicht zufrieden, sagen die, wäre unerotisch. Die ist erotisch. Sie trägt Strapsen, etwas eng eingestellt, die reißen ihr die Mundwinkel runter. Also sie ist sehr erotisch. Ich sag's Ihnen, irgendwann. Und das soll ja... Irgendwann haut irgendjemand der Merkel die Perücke vom Kopf und wir alle merken, das war Habe Kerkeling. Der Tag wird kommen. Man darf hier... Geschleppt wurde von einem Bruder zum anderen und den Scout, da kriegt man dann ein Modell, den konnte man auch nicht vererben, dann war der out. Nicht? Und der war sehr teuer und diese Schüler in der Schule meldeten sich dann auch immer im Kunstunterricht. Da ging dann die Streberbratzenflosse nach oben so, dürfen wir auch Gold und Silber benutzen? Weil die genau wussten, dass das in meinem Tuschkasten nicht drin ist. Gold und Silber waren nur im doppelstöckigen von Pelikan, 24 Farben. Ich hatte nur 6 Farben, da gab es nicht mal Deckweiß. Heute allerdings muss ich Ihnen sagen, wenn ich mir manchmal die Schüler meiner Klasse damals angucke, da habe ich Gold und Silber so viel, wie ich will und die haben Hartz IV, aber egal. Ja, Schadenfreude ist die ehrlichste Art Vermittler. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, wenn man auf deutschen Bühnen so durch die Gegend reist, Sie müssen ja wissen, es gibt ganz viele Bühnen, auf denen ich arbeite. Mein Zuhause ist das Schmidt-Theater in Hamburg. Das wurde neu jetzt aufgebaut. Vorher wurde es abgerissen, weil es gab kein Klo in der Garderobe. Das war sehr tragisch. Ja, ehrlich, man sitzt da hinten in der Garderobe, pinkelt in die Fanta-Flasche und vorne denken die Leute, du bist ein Star. Nicht? Also echt, immer wenn ich da hinten in meine Fanta-Flasche gepinkelt habe, habe ich mich gefragt, ist das das Leben, was ich gewollt habe? Aber immer wenn Corny Littmann oder Lilo Wanders oder Marlene Jaschke vorbeigelaufen kamen, dann wusste ich, das ist das Leben, was ich gewollt habe, in dem Moment, wenn sie die Flasche aussoffen. Also, will heißen, wir tunten, meine Damen und Herren, machen es uns immer schön. Ja, das ist also, und das ist das Problem. Amüsieren Sie sich jetzt mit mir, nicht? Und lachen Sie ruhig. Ich habe auch gelacht, als ich Sie gesehen habe. Es ist... In Deutschland immer schwierig, da sagen so Leute so, komm, wir gehen heute ins Theater, wir vergessen unsere Probleme. Wie soll man seine Probleme vergessen, wenn das Hauptproblem neben ihnen sitzt? Nee, ich bin ja nicht blöd und nehme meinen Alten mit ins Theater, nehme ich einen Eimer Wasser mit in die Schwimmhalle? Nein, aber jetzt haben sie es dabei. Ja, ich meine, ist das so? Am Anfang, wenn ich mal gucke hier so... Am Anfang sagen die Männer mal, darf ich vorstellen, meine Frau? 10 Jahre später stellen sie sich vor, meine Frau. Nochmal 10 Jahre später stellen sie sich mal davor, das ist meine Frau. Die Liebe ist das Licht des Lebens und die Ehe ist die Stromabrechnung. Ist doch wahr, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Und es sind so viele, aber heute ist es wirklich so Mann, Frau, Frau, Mann. Es ist alles hier, alles Eheleute so. Mensch, das ist ein Irrsinn. Ich würde ja vielleicht für irgendjemanden besorgen. Ach, hier wird es wieder ganz dunkel. Also für jemanden... Irgendjemanden besorgen. Wenn jemand Frauenbedarf hat, ist irgendjemand dabei, der eine Frau gerne hätte? Nicht, hier ist alles ausgedehnt. Kann man nichts machen. Ist irgendjemand dabei, der vielleicht einen Mann hätte, eine Frau ganz alleine? Sie trauen sich auch nicht. Sie haben vielleicht auch ein bisschen schüchtern, ein bisschen Angst vor mir. Okay, wir können ja auch mal ein Lied singen. Meine Damen und Herren, CD-Player, blöde Sau. Kate Bush war 12 Jahre verschwunden. Nach 12 Jahren hat die ein neues Album gemacht. Ist das nicht mutig? In Zeiten, wo es den Leuten egal ist, ob sie singen können oder gegen Gurkenlaster fahren, macht die ein Doppelalbum. Und hat Robbie Williams vom ersten Platz verdrängt. Viele fragen sich, warum. Warum war sie überhaupt so lange weg? Sie hat ein Kind bekommen. Das Kind, da muss Boris Becker seine Hände im Spiel gehabt haben.
Aber sie hat sehr ungewöhnliche Musik gemacht. Es sind zwei Lieder drauf, die ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen möchte. Das eine Lied heißt Pi. Und Sie müssen wissen, dass ich in der Schule nicht viel gelernt habe, weil ich hasse wirklich Schule. So Lehrer hören ja nie auf, einen zu unterrichten. Ist es nicht furchtbar? Oh, sie sind immer so naseweiß. Also ich habe immer hinten gesessen. Also das bisschen kann ich mir auch selber beibringen, muss ich Ihnen sagen. Irgendwann kam der Lehrer rein und sagt, wer hat gestern bei uns im Garten Äpfel geklaut? Okay, ich höre hier hinten gar nichts. Was meinen Sie, warum ich hier sitze? Schlechte Akustik. Das glaube ich nicht. Dann setzen Sie sich mal da hinten, ich gehe nach vorne. Jetzt saß der hinten, ich gehe nach vorne. Ich sage, wer hat gestern bei der Nachhilfestunde meine Schwester gebumst? Da sagt er, komisch, man hört hier wirklich nichts. Sehen Sie, entschuldigen bitte das Wort, nichts. Aber, ja, man muss nur, ja, Lehrer, was sind Lehrer? Der Biologieunterricht, was haben die für Tricks? Da kommen die rein im Biologieunterricht mit dem Vogelkäfig und machen nur die Decke hoch, dass du die Füße und die Beine von diesem Vogel siehst. So ein Scheiß. Und dann kommt er zu mir und sagt, was ist das für ein Vogel? Sag, weiß ich doch nicht, ich sehe doch nur die Beine. Was ist denn das für eine Scheißfrage? Was bist denn du so frech, wie ist dein Name? Da habe ich meine Hose hochgerissen und habe gesagt, rat doch mal. Also, nun muss man natürlich zusehen, meine Damen und Herren, dass man irgendwie an Wissen kommt. Man muss zusehen, dass man irgendwie an Allgemeinwissen kommt. Der heult schon da hinten. Soll ich Ihnen helfen? Ich habe mal als Kummerkassentante gearbeitet. Also Sie müssen jetzt nicht weinen. Da hat mir eine Bäuerin geschrieben, gnädige Frau, meine Kuh, die kann ich kalben, obwohl ich schon seit 14 Tagen neben ihr liegen tue. Ich habe zurückgeschrieben, legen Sie sich mal einen Stall weiter. Die Kuh denkt ja, sie hat schon gekalbt, wenn sie da liegen sehen. Ach, das ist ein Ehering. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich endlich mal eine Schulette oder so. Aber wieder nächster. Du bist mit der Dame zusammen? Nein, wo ist deine Frau? Da hinten hinter, wollte ich sagen. Ist ja oft so, dass die Männer dann sagen, zu Hause. Männer, die immer wissen, wo ihre Frauen sind, sind Witwer. Und das hat mir kein Lehrer gesagt. Das hat mir kein Lehrer gesagt, das habe ich mir selber beigebracht. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt ein bisschen sputen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, mit einem kleinen Song. Wenn Sie sich was vornehmen, bleiben Sie fröhlich. Dankeschön und tschüss. Freut sich das. Viele so, oh. Was macht denn der böse, bunte Onkel da? Der hat Spaß. Ja, also, nun muss ich Ihnen sagen, für all die Menschen, die sich fragen, also, wo kommt der jetzt her? Wissen Sie, ich habe auch mit meinen Eltern oft Schwierigkeiten gehabt. Meine Mutter, mein Vater haben sich immer gefragt, was ist mit unserem Sohn nicht los? Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich weiß noch, mein Vater kam irgendwann nach Hause und sagte zu meiner Mutter, was macht es? Meine Mutter sagte, es singt. Sie müssen wissen, ich bin ein großer Milva-Fan gewesen. Und damals gab es ja diese Platte, Milva singete Theodorakis. Milva singt Theodor, jetzt werden Sie sagen, Ficky, das Landross hat auch Theodorakis gesungen. Ja, aber Milva hat das besser gemacht. Ich hätte allerdings gerne gehabt, dass Vicky nach Athen zum Grand Prix, ich meine, dann hätten wir die Eule da nicht mehr hintragen müssen. Nee, schon toll gewesen. Aber Milva singt Theodorakis. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Kannst du mal spielen? Milva singt Theodorakis. Moment. Mein Vater ist ein freier Mann, er lebt in einem freien Lande und er ist, wie er sagt, imstande zu tun und lassen, was er kann. Mein Vater ist ein freier Mann, doch darf er sich nicht frei bewegen. Seine Verfassung ist dagegen. Alles erkannt? Das war doch Milva? Ich muss Ihnen sagen. La Rosa! Milva! Also, irgendwann ist mir aufgefallen, dass alle Sängerinnen, die wir Homosexuellen so gerne haben, irgendwie eine kleine Klatsche haben. Echt, lassen wir ein Lied mehrere Sänger singen. Also das Lied Sag mir, wo die Blumen sind. Milva würden Sie so, sage mir, wo die Blumen sind. Wo sind da sie geblieben? Sage mir, wo die Blumen sind. Marika sagt, joi, sage mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Xavier, nein, du, Jesus, die Blumen sind weg.
Tic-Tac-Toe. Wir kannten uns seit Jahren, sind zusammen abgefahren. Ich hab dir vertraut, wer hat die Blumen geklaut? Ich meine, ist doch tragisch. Zara Leander, Zara Leander. Oh, die geile Bettpfanne. Also Zara Leander muss ich... Zara Leander, also die hat... Kennen Sie das? In jedem Lied ein R. In jedem. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden...